Name your game. All right. Let's get a ride. Gebt mir mal eine Karre, wie immer. Wenigstens ist hier gleich die Hauptstraße. Ja, jetzt checkt das eh keiner, wenn ich ein Auto klaue. Kurz schließen. Und los geht's. Wir gucken mal auf die Karte. Gehen wir doch mal zu Franklin. Der gute alte Franklin, Buddy. Ah, Bruder O'Neill. Fick dich, Mann. Du bist doch der, der hier Aufträge klaut. Du hast die Farm abgebrannt, meine Brüder getötet. Du hattest zu viele Brüder, da mussten ein paar verschwinden. Scheiße, du bist tot. Sind wir das nicht alle? Wir leben, um zu sterben. Das ist unser Fluch. Hey, wenn du die Sache beschleunigen willst, komm her, verdammt. Vespucci Beach, Los Santos, du beschissener Hinterwäldler. Ich werde kommen, Mann. Ich weiß nicht wann, aber ich werde kommen. Oh, scheiße. Jetzt wird mich der heimsuchen. Nein, komm schon, Mann. Ich habe das Teil gerade erst gekauft. Jemand muss ihn ja aufhalten. Ist doch alles gut? Wir kommen gut voran und gehen jetzt in the hood. Mal sehen, ob die Tante was für Trevor ist. Also die Tante von Franklin. Spazier mal rüber. Du sagst rechts, ich werde Arzt. Du wirst Patient. Stadtsaffer. Ich sage, wer ist das? Hallo, junge Dame. Wow, Franklin. Du hast mir nie erzählt, dass du eine Schwester hast. Ich bin Denise, Franklins Mitbewohnerin. Und Tante, die alte vertrocknete Schwester meiner Mutter. Scheiße, halt die Fresse. Ja, halt die Fresse. Hier, Schätzchen. Warum kaufst du dir davon nicht was Nettes, okay? Danke. Das sind $7. Ich hab gesagt, was Nettes, nicht was Teures. Willst du etwa gierig werden, alte Kuh? Nein. Und jetzt verschwinde, okay? Ihr Männer seid alle gleich. Mann, Scheiße, was machst du hier? Bin hier mit meinem Kumpel, meinen Kumpels. Was? Scheiße, ich bin neu in der Stadt. Ich brauch Freunde, okay? Und jetzt machen wir Party. Hey, ich wollte mich eigentlich ein bisschen ausruhen. Aber dann kam dieser Clown, meine Tante, und haben das zunichte gemacht. Hey, Digga, ich bin nur vorbeigekommen, um mit dir über die kleinen Sachen zu reden. Mann, ich hab doch gesagt, ich bin müde, Alter. Was für eine Sache. Ich liebe Sachen. Ich bin der König der Sachen. Ich rede nicht mit dir, Alter. Hey, unternehmen wir was wegen dieser Sache, okay? Was für eine Sache? Ich rede von der kleinen Stretch-Sache, Mann. Scheiße, super. Perfekt. Gang-Scheiße, gehen wir. Los. Mann, wer ist dieser Schwachkopf? Woher kommt der denn, Mann? Steig in den Lieferwagen. Rotti? Der scheint gut auf Trevor zu hören. Wo steigt die Sache? In der Grove Street. Begib dich zur Grove Street. Ballen wir rum, machen wir ein paar Tourensöhne kalt. Ich bin der Beste bei Drive-Bys. Benimm dich, Mann. Lamar, was geht ab? Was haben Stretch und du geplant? Wir kaufen Drogen, eine Menge. Damit kommen wir in die Nahrungskette weiter nach oben, Digga. Nichts in dieser Stadt ist echt, Digga. Und schon gar nichts, was mit dir und Stretch zu tun hat. Mann, das ist eine richtig gute Investition. Man muss spekulieren, um Gewinn zu machen. Oh, die oberste Regel im Geschäft. Ey, jetzt wo wir die Gang-Scheiße durchziehen, hat einer von euch ein bisschen Stoff dabei? Willst du dir die Birne zuknallen? Ich genieße einfach den Trip, Alter. Der Typ ist durchgeknallt, Mann. Was du nicht sagst.
Was macht der Hund denn da? So schlecht. Das ist das Haus. Ey, cool bleiben, Mann. Lamar zieht die Sache schon durch. Das wird böse enden. Ich sehe schon kommen. Ey, pass auf, dieser Idiot ist zwielichtig. Kurierdienst. Paketabholung. Hast du die Kohle? Vorhanden und verbucht. Was gefällt dir, was? Mal probieren? Ja, das wollte ich hören. Meine Kehle wird schon ganz taub. Ist klar, Digga? Ja, dann lass uns gehen. Wie wär's mit einer Kostprobe? Nein, Mann, wir verschwinden. Ich will eine Kostprobe von der anderen Seite des Bächens. Nein, du hast gehört, ihr verschwindet. Hey, gib's mir. Gib mir das Ding. Gib's her, verdammt. Was zur Hölle? Wollten wir ein Kilo oder nur ein paar Gramm? Mann, das ist Gips, Scheißdreck. Hey, hier will jemand was umtauschen. Du kannst einen Gauner nicht abzocken. Oh shit, das gibt eine Randale. Die Grove Street ist dicht, wir müssen weg hier. Scheiße, der Lieferwagen ist am Arsch, wir müssen laufen. Entkomme mit Lamar und Trevor aus der Grove Street. Guck mal, diese Scheiße, Lamar. Das ist kein gutes Geschäft. Holen wir uns die Kohle. Worauf warten wir? Wir machen die Wechsel alle. Sehe ich aus wie ein Opfer? Ey, schnappt euch den großen dünnen Typen. Dem Typen passt meine Anwesenheit nicht wirklich. Scheiße, wo kommen diese Diggers her? Macht sie platt. Die machen mich fertig. Scheiße. Und los geht's. Wir müssen weg aus der Grove Street. Scheiße, die haben den Lieferwagen erwischt. Wir müssen zu Fuß weiter. Wir müssen weg, Mann. Wir müssen weg. Ey, das ist einfach ein Überfall, Pisser. Komm schon, wir sind hier fertig. Los, weiter! Hier gibt's keine grünen Kopftücher, Alter. Wenn du das durchziehen willst, dann legen Zahn zu. Families sind hier weg vom Fenster. Geschnallt? Den Typen passt meine Anwesenheit nicht wirklich. Worauf warten wir? Die kommen hier nicht weg. Die machen mich fertig. Das ist kein gutes Geschäft. Wie viele sind das, Mann? Hey, schnappt euch erst den großen dünnen Typen. Kommt die ganze Hood? Den Typen passt meine Anwesenheit nicht wirklich. Verschwinden wir! Ich denke, wir gehen jetzt. Blöde Wichser. Pass auf den Wichser auf! Entschuldigung, Gentlemen. Ey, wir müssen hier weg! Scheiße, sind das viele. Wir müssen weg, Mann. Wir müssen weg. Macht die Arschlöcher kalt und holt die Kohle. Mein Bruder von einer anderen Mutter und Vater. Wurde auch Zeit, dass Davis endlich drauf geht. Mir nach, komm schon. Beweg deinen Arsch, Mann. Macht sie platt. Und wieder ab ins Getümmel. Ziehen wir das jetzt durch? So, das ist mein Kumpelscheiß. Die Bullen sind an der Scheiße dran. Jetzt kommen die Bullen auch noch. Scheiße. Da kommen wir nicht durch.
Hier, los, nach links. Folge Lamar. Darunter, darunter, los. Auf den Boden, sofort. Verdammt, MC Clip. Das ist das Modeshooting, MC Clip. Clip, warte mal, Frieden, Frieden. Beklaut die Asche, Leute, das ist unser Weg hier raus. Hände hoch. Macht's dir was aus, wenn wir uns die Teile mal leihen? Oh yeah. Ey, die nehmen sich Clips, Scheiß. Was soll der Scheiß? Verschwinden wir, Mann. Jetski. Scheiße, ihr stinkt. Die Scheiße ist kein Fluss, das ist ein perfekter Abwasserkanal. Dann sind wir hier genau richtig. Da in der Karre. OC-Ballers, Penner. OC-Ballers, treten euch in den Arsch. Das. Lass mich runter. Baby, du bist nicht mal mein Typ. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Genau aus dem Grund treffe ich mich nicht mit jüngeren Frauen. LSPD, raus aus dem Wasser. Sie sind verhaftet. Stretch hat dich verraten, Digga. Dein großer Kumpel ist eine Schlange. Er wusste nicht, dass sie uns Surfer machen wollten. Das geht auf deren Kappe. Mann, du bist voll verblendet. Immerhin hast du MC Clip gesehen. Hab den Wichser ausgenommen. Ach, der war das? Wieder ein Star getroffen. Die treten in Scharen auf. Ey, wir sollten Rennen auf den Dingern machen. Wir machen doch ein Rennen, du Idiot. Wir machen Rennen mit den Typen, die uns umbringen wollen. Ich meine ein anderes Mal. Es gibt überall in der Stadt Sea-Shark-Rennen. Hilfreich wie immer, Alter. Trennen wir uns, Digga, und halten wir die Köpfe unten. Auf den Dingern werden wir die Bullen nie los. Ja, Mann, wir müssen an Land. Ja, ich fahre mal ein bisschen weg. Also um mich scheint sich niemand mehr zu kümmern. Oben ist noch ein Heli. Scheint aber schon wieder abzudrehen. Jetzt fahren wir einfach ein bisschen raus aufs Meer. Die Küstenwache ist zwar auch da, aber... Die sehen wir ja früh genug. Oh, das ist nicht gut. Ja, da haben wir es ja bestanden. Stadtsafari. Perfekt. Da müssen wir wieder an Land ansetzen. Ich habe eine Gelegenheit für dich. Triff mich am Del Perro Pier. Lester will uns treffen. Nichts leichter als das. Gehst du bitte rauf? Dankeschön. Sie wurden ausgewählt am ersten Amateurfotowettbewerb von San Andreas. LV Lester? Auf der Karte. Es ist ziemlich weit. Sie wurden ausgewählt am ersten Amateurfotowettbewerb von San Andreas im Wildtiersektor teilzunehmen. Gemeinsam mit hunderten anderer junger, talentierter irgendwas. Fahr runter zur Küste und komm raus, aufs Wasser, um an ein paar wilden Sea-Shark-Rennen teilzunehmen. Rase gegen deine Konkurrenten über herrliche Küstenstrecken. Wie soll ich denn zu Lester kommen, wenn ich hier nichts hab? Kommen Sie noch heute vorbei, um sich unsere neue Reihenfeuerpistole zu holen. Eine innovative, leicht verbergende Waffe von hoher Durchschlagkraft.
Da laufe ich einfach vorbei. Es sind weit und breit keine Karren. Sprinte! Bei ein paar Dudes sind schon hier. Wieder nur Wasser. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir auf diese Brücke kommen. Oder wir nehmen diesen Transporter. Ist auch eine Möglichkeit. Wir kommen ja sonst nicht weiter. Perfekt. Wir brauchen dringend ein anderes Auto danach. Oh shit. Da habe ich mir den Kopf angeschlagen. Oder sowas ähnliches. Ups. Ja, das Auto ist viel zu groß. Sobald ich was Gutes spotte, nehme ich mir was Besseres. Aber die anderen Autofahrer haben Glück, dass ich noch keins gefunden habe, was mir besser gefällt. Ja, hallo. Ja, komm, steig aus. Das war im Prinzip alles schneller als den, den ich habe. Den Buster nehmen wir. Er hat ein super Geräusch. Ist zwar nicht schnell, aber der Sound, wow. Schnurstracks zu Lester. Mal gucken, was sich der wieder hat einfallen lassen. Wow. Fucking hell. Viel los auf Los Santos Straßen heute. Dann nehmen wir eine kleine Abkürzung. Easy. So wird Offroad gefahren. Fucked up. Sieht doch gut aus. Wir sind schnell unterwegs. Wir sind gut unterwegs. Fast ein bisschen ins Straucheln gekommen, aber es geht noch.
Hä, wo will der uns treffen, Mann? Wo ist er, der Lester? Ja. Hey, Bro. Das sieht ja schon besser aus als vorhin. Also, was geht ab, Mann? Setz dich hin und schau nach vorne. Ich habe der Hotelmord. Aber ich weiß, dass du Geld brauchst. Hat Michael dir von Life in Rede erzählt? Scheiße, ihr zwei, war das? Schau nach vorne. Wir sind zwei Fremde, die nur ein kleines Schwätzchen abhalten. Tu nicht so, als hättest du Jay Norris gemocht. Oh Mann, ich weiß nicht, Alter. Ich meine, klar, der Typ hat die ganze Arbeit von Kindersklaven machen lassen, allen Leuten ihre privaten Daten gestohlen, sie verkauft. Er hat sogar die Ideen seiner Freunde geklaut und sich dabei wie der Messias aufgeführt, aber... Mann, der Digga hat es nicht verdient, dass man ihm live im Fernsehen den Kopf wegbläst. Oh, bist du jetzt die moralische Autorität? Weißt du, weswegen ist die Welt heute so? Wenn ein bezahlter Schläger Gewissensnot hat, wenn man ihn bittet, ein bezahlter Schläger zu sein, sogar für einen guten Zweck. Mann, pass auf, Alter. Ich blase Idioten genauso gerne die Köpfe weg wie der nächstbeste Psycho. Aber ich sehe die Scheiße nicht als gute Tat an. Ab jetzt kannst du das aber, denn es geht hier nur um Kopf eines Arschlochs und nicht nur um Köpfe. Autoschrott, Lügen streuen, Beweise fälschen. Wir tun alles, was wir können, um diesen Weg sein als heimzuzahlen. Wir drehen den Markt zu unseren Gunsten und beheben gleichzeitig irgendwann Missstände. Scheiße, okay, cool. Gut, du hast schon von Mollys gehört? Scheiße, ja. Okay, es gibt jetzt ein neues Mollys, so eine Art Super-Mollys. Nennt sich Priapol, sorgt bei Lebenden für Totenstarre. Nur hat Brett Lowry, der Chef von Bilkinton Research, die Gesundheitsbehörde bestochen. Es ist ihm egal, dass er eine Sterbfallspille überall auf der Welt braucht, weil zweifelnden Männern mittleres Alters zu Herzinfarkten führt. Mann, das ist scheiße, ja, das ist es. Der raffgierige Lowry wohnt im Hotel von Krastenberger auf der Richmond. Er wird sicher gut bewacht, aber wenn er verschwindet, nimmt Amerika wieder Mollys. Die Aktien von Beta Pharmaceuticals machen einen Riesensatz nach oben. Verdammt, Mann. Okay, scheiße, ich mach's. Dachte ich mir. Benutze am besten ein Scharfschützengewehr oder Haftbomben. Wie du willst. Zieh es durch, wie du es für richtig hältst. Ich kümmere mich um das Investment. Kein Gequatsche. Jetzt geh, ich warte hier, bis du weg bist. Begibt sich zum Hotel. Dankeschön. Bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich finde auch die Aufträge hier, beziehungsweise die Missionen, die sind sowas von abwechslungsreich. Man benötigt auch jedes Mal ein bisschen andere Skills und das ist halt das Wunderschöne an dem Spiel. Das ist keine Mission wie die vorherige. Jetzt werden sich wahrscheinlich ein paar Leute fragen, spielst du GTA Online oder Roleplay? Nee, spiele ich nicht. Und ich kann euch auch verraten, aus welchem Grund. Und nämlich ist das, weil ich es mag, wenn Spiele fertig sind und nicht ewig dauern. Also ich mag einfach abgeschlossene Sachen. Und diese genauso bei den Computerspielen. Deswegen spiele ich es im Story-Modus. Da weiß ich, das hat ein Ende. Das kann ich mir angucken. Irgendwann in der Zukunft. Da sind wir. Es sind Wachen eingetroffen, um die Zielperson vom Hotel abzuholen. Er wird das Hotel sehr bald verlassen. Plane den Angriff schnell und such dir einen Platz mit guter Sicht auf das Hotel. Schalte die Zielperson aus. Das war das Scharfschützengewehr. Und jetzt haben wir 90 Sekunden, um uns gut zu positionieren. Vielleicht auch ein Auto zu finden. Wollen wir noch einen Stock hoch? Ja, ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
Aber hier haben wir kein Auto. Dann gehen wir noch einen Stock höher. Fuck, hier gibt's auch keins. Bewegung, Leute, dieser Bereich wird geräumt. Na, kommt gleich. Scheiße, ich sehe ja so nix. Ja, vielleicht sehen wir doch was. Hier müsste die Person rauskommen. Achten Sie auf alles, was Ihnen ungewöhnlich vorkommt. Verlasse das Gebiet. Da schießt einer in Deckung. Schüsse wurden abgefeuert. Schüsse wurden abgefeuert. Wo ist dieser Hurensohn? Haltet die Augen offen. Er ist hier irgendwo. Der Boss ist am Boden. Wir brauchen einen Rettungswagen. Sofort. Ich brauche ein Auto. Suchen mich. Zu weit nach oben gegangen. Boah, ich glaube, die wissen nicht, wo ich bin. Aber wir müssen trotzdem verschwinden. Gebt mir ein Auto. Schnell eins holen. Ich habe Sichtkontakt. Gebt mir ein Auto, Mann. Fuck. Oh Gott. Steh doch auf. Oh mein Gott, ich krieg kein Auto. Danke, das ist ein gutes Auto. Bestanden, der Hotelmord. Ging doch gut. Alles easy. Mal kurz auf die Karte geschaut. Was haben wir Schönes hier? Beverly. Ja, komm. Das ist eh gerade in der Nähe. Es ist erledigt, ich weiß. Gute Arbeit. Okay, naja, egal. Erzähl mir von der nächsten Sache. Okay, aber vorher muss ich dir noch was sagen. Unser Investmentportfolio wurde etwas zu erfolgreich. Also, ich dachte mir, dass wir was Handfestes brauchen, Immobilien. Also haben wir gerade ein Apartment in Vinewood Hills gekauft. Ja klar, Mann, wie du meinst. Du kennst dich mit dem Scheiß besser aus. Und wir brauchen jemanden, der da wohnt, wegen der Steuer. Die Möbelpacker schaffen gerade schon dein Zeug da rein. Oh Scheiße, bedeutet das, dass ich... Ich muss nicht mehr bei meiner durchgeknallten Tante wohnen. Scheiße, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Mann. Sag gar nichts, vor allem wenn ein Mann in Anzug vor der Tür steht. Ich mach nur Spaß, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Gehört dir, viel Spaß damit. 3671, Whiskey Mount Drive. Franklin hat jetzt eine neue Wohnung. In Vinewood Hills, bei Haus. Dort kannst du deinen Spielstand speichern und dich umziehen. Ja, das ist schon eine angenehme Geschwindigkeit. Da gibt es auf jeden Fall gar nichts zu meckern.
Jungfrau, ich lach mich weg. Den Typ kennen wir doch. Hey Alter, komm her, komm her, komm her. Weißt du was? Wenn du glaubst, es war krass, ein Foto von der alten Schnepfe zu machen, dann warte ab, bis wir ein Bild von Poppy Mitchell haben. Wie sie ins Drecksloch besorgt kriegt. Schön, dich zu... Nein, im Ernst, Alter. Die Tussi steht ausschließlich auf Kotkofferorgien. Amerikas neuester Liebling. Mann, sie mag gern Zuckerwatte und Welpen. Ja, und sie kriegt's gern hinten rein. Nee, im Ernst, Alter. Ein Bild von der dreckigen kleinen Nymphenschlampe. Die Kasse klingelt. Die Kasse klingelt. Mann, wer behauptet eigentlich, dass es mit Amerika immer abwärts geht? Naja, ich nicht. Komm, los geht's. Also vergiss nicht, Alter, das ist ein verdeckter Einsatz. Wir müssen uns an unsere Umgebung anpassen, wie zwei Ninjas. Folge mir. Selbstbewusst, aber leicht zu vergessen. Von jetzt an sind wir Geister. Klar, ich und du, wir werden überhaupt nicht auffallen. Psst, sonst fliegen wir noch auf. Könnte interessant werden. Ja, dann renn mal. Ich höre jemanden. Halt dich nah bei mir und bleib cool. Was soll ich denn machen? Ich bin bei der Arbeit. Wechsle einfach nur seine Windeln. Ist doch nicht so schwer. Es ist mir gleich, ob es nach Pupu riecht. Es ist dein Opa und in der Familie ist man füreinander da. Ja, Mann, ich muss weiter. Hab dich lieb. Mach deine Hausaufgaben, okay? Hey, Maria, wie geht's? Naja, neuer Tag, neuer Mindestlohn. Hast du mitgekriegt, wie es in Bungalow 3 aussieht? Komm, sie müssen gleich hinter dem Pool sein. Sie sind direkt um die Ecke. Bist du bereit zu sehen, wie Amerikas Liebling es sich besorgen lässt? Hier, nimm du die Kamera, mich kennt sie, Mann. Muss ich den Scheiß auch noch fotografieren? Ist das gut, Baby? Das ist fantastisch. Echt? Ja, du bist groß und stark. Ich weiß, ich muss sagen, für eine Jungfrau bist du auch wirklich nicht gerade zimperlich. Eine Jungfrau bin ich nur fürs Fernsehen. Wirklich? Ich meine, ich wasche mich schließlich jedes Mal danach und hüpfe auf und ab, also zählt es nicht. Was? Ich werde mindestens noch 3 Jahre kein Sexvideo veröffentlichen, es sei denn, mein Agent rät es mir. Was? Ich dachte, das hier ist... Ich liebe dich, Poppy. Ich dachte, aus uns könnte wirklich was werden. Ich dachte, wir würden das süßeste aller Teenie-Pärchen. Aber Justin, du bist 21 und ich 24. Wir zählen doch nur für das Marketing, dass wir Teens sind. Das stimmt nicht. Okay, könntest du jetzt einfach weitermachen? Ich habe Hunger. Da guckt uns jemand zu. Oh, scheiße, der Wachdienst. Abbrechen, abbrechen. Hier lang. Komm schon. Los, los, los. Wachdienst! Oh Gott, zu Fuß auch noch. Hier, hief deinen Arsch in den Wagen, los! Steig in Beverlys Auto. Die sind immer noch hinter uns her. Sitz einfach nicht bloß rum. Film diese Psychoschlampe. Verdammt, America's Liebling ist ja eine echt wütende Schlampe. Ich weiß nicht, ist furchteinflößend. Das ist perfekt. Ich versuche sie abzuhängen. Wir brauchen ihr Gesicht, Mann. Enttäusch mich nicht. Gleich kommt ein gerades Stück Straße. Das ist ja deine Chance, eine gute Position zu filmen. Mann, du bist ja nicht derjenige, der aus dem beschissenen Kofferraum raushängt. Ich habe meinen Quadrizeps trainiert, die Idioten. Mann, es wird noch schlimmer, bevor es besser wird. Mann, Mann, was zur Hölle? Dieser Pisser hat uns gleich, Alter. Ich biege scharf rechts ab. Halte die Kamera weiter auf sie. Ihr Leute seid Abschaum. Ich biege jetzt links ab, quer über die Kreuzung. Halt dich fest. Hoffentlich verpasst du die Action da hinten nicht. Ihr habt keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Ist die Kamera überhaupt auf sie gerichtet? Diese beiden Männer sind Kinderschänder. Scheiße, zu viel Verkehr vor uns. Ich biege links ab, halt weiter drauf. Ich werde euch fertig machen und jeden, der mit euch zu tun hat. Oh Gott, sie verfolgt uns immer noch. Mist, ich fahre jetzt durch die Baustelle. Nein!
Mann, scheiße, ich hoffe, das Ganze ist nicht eben gerade zu einem Star-Film geworden. Was soll's, da geht's gut, das Audio löschen wir. Oh, ich sehe die Schlagzeilen schon vor mir. Wille Amokfahrt nach Drogen und Sex. Poppy Michelle schrottet Auto. Eine erleuchtende Erfahrung mehr, Mann. Naja, jemand muss es ja machen, das glaube ich wirklich nicht. Ey, hör zu. Wenn du nicht reicher werden willst, als du es dir je erträumt hast, während du der Öffentlichkeit einen wichtigen Dienst erweist, wirst du dich nicht nochmal mit mir treffen. Andererseits bist du kein Idiot. Nein, ich bin ein beschissener Idiot. Bestanden. Paparazzo, das Sexvideo. Gib mir mal eine Karre. Oh, die ist mehr als gut hier. Aussteigen! So, erstmal auf die Karte geguckt. Noch eine Barry-Mission machen, warum denn nicht? Wir sind so da. Das müssen wir ausnutzen. Aua! Ich hab doch gar nichts gemacht. Scheint hier zu sein. Ja, servus. Kämpfst mit. Ich kann also darauf zählen, dass du kommst, mein Freund. Was? Zum Rauchstreik. Wie bitte? Ja. Wir werden die Regierung bezwingen, indem wir an einem öffentlichen Ort gemeinsam Gras rauchen. Das ist sehr effektiv. Ich bin bereit, ein Märtyrer zu werden, mein Freund. Du auch? Scheiße, wenn Märtyrer sein bedeutet, dass man Gras raucht, sicher doch. Möchtest du dich ein bisschen aufwärmen? Du weißt schon, bevor du gehst und die Vorräte holst. Bevor ich was? Naja, du weißt schon, Vorräte holen. Ohne was zu rauchen, kann man keinen Rauchstreik bestreiten. Du weißt schon, so ein Hirnzeug, das die Leute den Arsch hochkriegen lässt, zum Protestieren. Mann, ich weiß nicht, für mich klingt das irgendwie scheiße. Wir werden sie mit unserer Entschlossenheit hinwegwerfen. Hier, probier mal was davon. Alles im Versteckten. Wie lang zieht der? Das ist einfach ein sanftes, feinsinniges Heil. Mann, das wirkt ein bisschen dürftig. Kannst du die Aliens nicht sehen? Die kommen gleich. Mann, was nimmst du sonst noch? Mann, dieser Scheiß ist Müll. Trotzdem, hol das Zeug einfach. Das hier ist eine Revolution und dann ruf mich an. Bekloppter Wichser. Ja, wohin denn? San Andreas braucht dich. Ich schick dir eine SMS, wo das Zeug ist. Okay. Dann fahren wir ein bisschen los schon mal. Nee. Neuer Kontakt, Barry. Autsch. Ja, wenn wir schon bei Barry sind, dann gehen wir zum nächsten B. Vielleicht meldet er sich in der Zwischenzeit, dann können wir hier die FIB-Mission abbrechen und die angefangene weitermachen. Und sonst halt beim nächsten Mal. Der ist nicht wegen mir da, keine Sorge.
Schön. Ach wirklich, was? Denn ich habe erzählt gekriegt, wenn wir euch mit dieser einen Sache helfen, was wir getan haben, dann werden unsere früheren Fehltritte vergessen. Ich etwa? Ich habe hier das Sagen, Spinner. Ich. Verstanden? Blitzaktion. Nicht ganz, aber vielleicht kannst du es nochmal sagen, was ich sagen wollte. Oh, ihr seid gut. Die drei Wichser. Hör zu, da ist noch was, wobei wir deine Hilfe brauchen. Teile der Regierung, einige sind ziemlich korrupt. Ach nee. Nicht euer Teil, oder? Ja, wir sind korrupt, aber auf eine gute Weise. Aber die Agency, sie wollen die Panik anheizen, um so ihr Budget sicherzustellen. So kriegen sie ihr Geld. Es ist ein ernstes Problem. Jetzt haben sie sich ein paar Mittel gesichert, die wir in unserem Kampf gegen das Verbrechen brauchen. Um korrupte Behördenvertreter zu bestechen. Wirklich. Und woher haben sie diese Mittel? Drogen. Diese Dreckskerle lieben es, Drogen zu verkaufen. Wer tut das nicht, stimmt's? Wir glauben, dass sie mit dem Geld einen Krieg auf unseren Straßen finanzieren wollen. Und ihr Jungs müsst das Geld für uns beschlagnahmen. Die Pfandbriefe werden das Terminal in einem gepanzerten Wagen verlassen. Ja, fick dich, Dave. Wir haben keine Zeit, das Ganze richtig vorzubereiten. Das ist nicht mein Problem. Ich kann keine weiteren Ressourcen dafür aufwenden. Ihr werdet schon klarkommen. Fick dich, Dave. Toll gemacht, du Held. Bald werden wir am Flughafen Leute abtasten, wenn die beschissenen Clowns mit uns fertig sind. Weißt du was? Fick dich. Hey, pass auf. Es ist, wie es ist. Also kriegen wir die Sache geregelt, verdammt? Ich weiß nicht. Ich hab's. Klassische Blitzaktion. Ist doch ein Industriegebiet, oder? Also machen wir es mit Fahrzeugen. Einen Müllwagen zum Blockieren, einen Abschleppwagen zum Einsacken. Wir holen uns Verkleidungen. Dann sind wir stark, klar. Wir müssen nur verdammt darauf hoffen, dass die Agency-Typen die Alarmschalter nicht mit sich rumtragen. Falls doch, kümmern wir uns drum. Im Fall der Fälle, der Fall der beschissenen Fälle, ich werde die Augen offen halten, General. Danke, Michael. Hey, kein Problem. Nein, ernsthaft. Verlasse das Gebiet. Wir sind Trevor. Neuer Kontakt, Dave. Gut, Leute, noch ein paar Einzelheiten. Wir werden Overalls und Masken für den Job brauchen. Was den Müllwagen angeht, lasst uns einen aus dem Mirror Park besorgen und zum Grundstück bringen. Beim Flughafen gibt es eine Reparaturwerkstatt, bei der wir einen Abschleppwagen kriegen können. Was sonst noch? Oh ja, ein Fluchtfahrzeug. Das wäre nett. Beschafft was Schnelles und Diskretes. Dann parken wir es an der Straße in einiger Entfernung vom Grundstück. Und stellt sicher, dass in der Nähe nichts ist, in das wir beim Losfahren krachen könnten. Das war's. Na schön, Mann. Geht klar, Alter. Was? Hm? Ich hab da was nicht mitgekriegt. Kannst du vielleicht lauter schreien? Leck mich doch. Vorbereitungsaufträge sind verfügbar bei HS. Ein Fluchtfahrzeug wird ebenfalls benötigt. Dann wollen wir das doch mal machen. Dieses Fahrzeug gehört Trevor und ist daher als Fluchtfahrzeug ungeeignet. Ja. Wir gucken nach einem schwarzen, schnellen Sportwagen. Jesus, du bist so ein Vollpfosten. Was machen wir denn jetzt? Wie, du hast kein Auto? Ich dachte, in dieser Stadt hat jeder ein Auto. Es muss auf jeden Fall ein unauffälliges Teil sein. Den hier. Das ist zwar kein Sportwagen. What the fuck? Genau den nehme ich jetzt. Hau ab.
Marker auf 3 Overalls. Nichts leichter als das. Hier. Das hätten wir doch. Verlass Ammunition. Bestanden. Blaumänner. Den nächsten HS. Wir suchen was in der Nähe. Die Overalls können von der Einkaufsliste. Dieses Fahrzeug eignet sich als Fluchtfahrzeug. Platziere es an einem abgelegenen Ort. Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Michael anrufst. Ja, komm, dann machen wir das zuerst. Stellen wir irgendwo ab. So ein bisschen unauffällig. Hier wäre gut, aber da kommen wir nicht rein. Ah doch. Wir haben einen Fluchtwagen, er steht bereit. Gute Arbeit, T. Wo hast du ihn hingestellt? Little Seoul. Ah, ist ein koreanisches Viertel. Ja, ist doch gut. Bestanden. I always wanted a place on Eclipse Boulevard. More for storage than anything else.